Darum geht's im Spiel. Einen guten Fang. Hast gewonnen, Sportsfrau. Und keiner ist gestorben. Folge mir in meine Bibliothek. Ich pflege mein Wort zu halten. So, das ist doch auch etwas Schönes. Und als Vergleich von vorhin, als mein Vater noch nicht hier drin gewesen war, jetzt ist in meinem Zimmer nämlich auch Licht an. Ob das die Sache besser macht, weiß ich nicht. Aber egal. Der Zimmermann hat eine Revue über die Sterblichkeit in Auftrag gegeben. Pfeift auf Gunst und guten Geschmack. Er will nichts als Heiterkeit, Albernheit und gezügelte Ausschweifung. Das Walross hat seinen großen Auftritt als tot. Stell dir das vor. Ich werde das Skript zum Theater bringen. Geh du, wohin du willst. Der Zimmermann hat dich bestimmt beauftragt, Fischdiebers für den musikalischen Teil aufzutreiben. Der Mann hat kein Gespür für Talent. Manche Fische können singen, aber nicht alle. Ja, und ich finde es an sich auch verdammt gut, dass die Leute von Spicy Horse besonders hiermit auch so ein kleines Zeichen gesetzt haben und gesagt haben, hey, die Spiele, auch hier Action-Adventures oder Plattformer, es muss nicht immer um Gegner gehen, die man zerschlägt. Das war jetzt auch nicht wirklich so ein großartiges Rätsel, weil früher oder später wäre man sowieso drauf gekommen, weil man einfach alles zerstört hat. Und naja, in dem Sinne, wenn man einen Sack voll hat und da reinschlägt, irgendwann trifft man bestimmt das, was da drin ist. Egal, ob man sieht oder nicht. Naja, und ich finde das an sich auch ganz gut. Vor allem halt auch, dass er selber gesagt hat, ja, man muss doch nicht unbedingt kämpfen, es muss doch keiner dabei sterben. Einfach nur mal ein bisschen Spaß an der Sache haben. Und nochmal. Na verdammt. So. Ich bin schon sehr gespannt, wie die nächste Stufe der Waffe aussieht. Und bevor ich aber die Fischdiebers suchen gehe, will ich noch etwas von der Musik haben. Naja, kann man jetzt sehen, wie man will, aber ich glaube, die Schallplatte dreht sich nicht. Wie soll das dann spielen? Sehr mysteriös. Aber ich weiß gerade nicht, ob in der Mangled Mermaid auch solche Musik gespielt wurde. Aber wenn ja, auch wieder, wie ich vorhin gesagt habe, ein super Element, dass die Leute von Spicy Horse das auch hier mit reingebracht haben. Das ist einfach super, das ist einfach toll. Da bleibt mir ja nichts anderes zu sagen. Wir sehen den einen Fischmund. Und er will uns nicht fressen. Das ist doch schon mal nett. Das ist doch schon mal freundlich. Ganz falsch, hä? Ach so. Oh ja, das stimmt. Ach du Scheiße. Die sind am Singen. Oder sie versuchen's. Gut. Nehme ich mir mal meine. Das war jetzt schneller als gedacht. Ich habe den gleitenden Verfall zerstochen und dabei die Flasche gleichzeitig aufgenommen, während ich eigentlich am Reden war. Und ich höre jetzt schon Schweinchen. Und ich sehe Schweinchen. Und Schweinchen gibt mir Leuchtepower. Was gibt es mir? Es gibt mir wieder mal Zähne. Ups. Und das Steckenpferd wird nur von der Luft getragen. Oh, und wir haben mittlerweile 665. Wie viel brauchen wir denn? Wir können Pfeffermühle upgraden oder wir können Steckenpferd upgraden. Für die Vorpalklinge brauchen wir noch 135 Zähne. Ist die Frage, ob ich mir die aufspare, um ein Level 3 Nahkampf zu haben. Ich glaube, ich werde es aufsparen, weil tja, dann ist die Kacke für die Gegner echt am Dampfen. Ich bin nicht sehr musikalisch, aber du klingst irgendwie verstimmt. Nicht mein Fehler. Ich kann meine Töne nicht hören. Die Pfeifen sind verstopft. Das kann ich sehen. Warum tust du nichts dagegen?
um meine Stimmbänder zu gefährden. Du könntest es für mich tun. Hier hat jeder eine Ausrede für seine Faulheit. Erinnert mich ans Irrenhaus. Inwiefern hat Alice denn ganz viele Ausreden? Nun gut, also ich finde es an sich schon mal recht interessant, wie die Stimme von diesem Fisch gemacht haben, mit diesem leichten Wah-Wah-Wah-Effekt, der dabei ist. Keine Ahnung, ob das ein Wah-Wah-Effekt ist, oder es ist auf jeden Fall, die Stimme flackert so ein bisschen hoch, ein bisschen runter. Und da sehen wir drei Instrumente. Was wären das denn? Also von der Größe her bestimmt riesige Kontrabässe. Kontrabässe? Sagt man Kontrabasse oder Kontrabässe? Keine Ahnung, ich habe die nie gespielt. Von daher kenne ich den Plural auch nicht. Aber was soll's. Und das sieht nach einem Bosskampf aus. Fische! Hör auf, fischig zu sein! Du stinkst, du Fisch! Weißt du das nicht? Du bist ein hässlicher Fisch, ein hässlicher Fisch. Und wir spielen Tennis! Weil wir haben es lange nicht mehr getan. Also Tennis gespielt. So, weg mit dir. So, habe ich dich jetzt... Ja, ich habe dich kaputt gekriegt. Sehr schön. Und du willst nochmal Tennis spielen? Kein Problem. Wuppa, wuppa. Holadri, holadri. Ich muss aufpassen, was ich tue. Wuppa. Hier hat man Spaß damit. Wuppa. Oh, ich kann ihn von hinten nicht angreifen. Das ist auch interessant zu wissen. Wuppa. Das ist nicht so nett. Ich glaube, an dieser Stelle werde ich auch ein paar Mal sterben. Und yikes, yikes, Hilfe, Hilfe. Die Fische machen das Ganze störend. Wow, 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 wow. So, jetzt kriegst du auch viel Mütze. Mir reicht's mit dir. Aber du tust mir weh. Ah, verdammt. Ja. Erstes Mal gestorben bei diesem Kampf. Ich überlege jetzt schon, das Steckenpferd zu verstärken, damit ich schneller gegen diese Viecher vorgehen kann. So. Oh, das muss ich auch wieder aktivieren. Das ist ja interessant. Gut zu wissen, dass die auch noch da bleiben. Okay, ja, ich weiß... Oh, stimmt ja, dich habe ich auch wieder ganz vergessen. Ist aber nicht so schlimm, weil du bist kein Problem. Oh, ja, dich kennen wir. Ich will aber nicht mit dir reden, weil du hast eine verstimmte Stimme. Ich weiß jetzt nicht, ob das mit der verstimmten Stimme auch irgendwo bei der Mangled Mermaid war. Weil ich weiß jetzt nicht aus dem Kopf, ob da jemand gesungen hat. Ja, lala, riesige Kontrabässe oder Cellos. Oder Cellos. Oh, ich kann mir einen Vorteil verschaffen. Sehr cool. So. Jetzt wird er sauer. Piss ich. Bleibst du die ganze Zeit da hinten, oder was soll das? So. Uiuiui. Und wir sind das wieder zwei. Das tat weh. Das ist nicht so schön. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das könnte wohl war ein kleines Problem. Wer denn Rossa? Ich muss hier raus. Ja, auf damit! Nein! Wie spannend! Oh, zumindest für mich. Das ist heftig! Hör auf!
kannst damit Leuten wehtun, Mann! Das kann wehtun! Nein, 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 nein! Pack du doch deine Feuerbälle aus, Mann! Die wirfst du doch so gerne! Oh, oder okay. Komm, nimm Feuerball! Sei lang! Nein! Wieso weicht sie in die Richtung aus, obwohl ich nach links gedrückt habe? Verdammt nochmal! Verdammt! Verdammt, 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 verdammt! Das Spiel ist fordernd. Das finde ich gut. Ich hab's ja auch auf Albtraum gestellt. Ich sollte mich nicht beschweren. Ja, ganz falsch, ich kann nicht singen. Ja, la 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 la. Das wissen wir noch. So, sehr schön. Ah. So, auf jeden Fall, Alea Jack da ist. Ich werde gleich vor dem Kampf mein Steckenpferd verbessern. Das war ein blöder Sprung. So. Danke. Bleib. Ich will nicht mit dir reden, das ist eine doofe Stimme. Da kann ja selbst ich besser singen. Ja, und meine Stimme ist nicht so verstimmt. Dort ist nichts. Schade. Naja. Okay, dritter Versuch. Und diesmal mit dem verstärkten Steckenpferd. Dafür brauche ich wieder mal die Maus. Tada! Ui, jetzt ist es wieder farblos geworden. Beziehungsweise, es ist... Ach Gott, wie nennt man das? Ich glaube, dieses Material hat auch einen bestimmten Namen. Ich weiß es nicht. Es sieht nach dunklem Marmor aus, würde ich jetzt mal sagen. Komm raus! Probieren wir unser Glück! Mit dem dunklen Marmor! Nein! Nicht einfrieren! Einfrieren ist voll uncool! Aber Tennis spielen macht voll Spaß! Ehrlich! Rosa! Da! Da! Ja, komm angelaufen! Kein Ding, Kollege! Ups! Ups! Und jetzt heißt es wieder ausweichen, jetzt heißt es ausweichen, und jetzt heißt es zurückschlagen. Sehr schön. Ja. Ich sollte aufpassen, weil mit dem Steckenpferd sind meine Angriffe zwar sehr mächtig, aber leider auch sehr langsam, wodurch mein Ausweichen sehr eingeschränkt ist. Ja, seht ihr, ja, das ist natürlich blöd. Wenn ich die Zeit hätte, mit dem Steckenpferd so ausladende Angriffe zu machen, würde sich das Upgraden wahrscheinlich mehr lohnen. Das ist doof. Ah, da muss ich mir wohl etwas anderes überlegen. So, spring nochmal hier drauf, Alice. Alice aus dem Wunderland. Denn dort ist sie doch sehr verkannt, dass es ihr eigenes Wunderland doch ist. Ihr eigenes Heim, in dem sie sich bewegt allein. Und die Schnitte da drauf. Sehr gut. So, jetzt ist die Frage, soll ich das nochmal machen? Ich merke schon, dieser Part wird wieder mal nur aus Fails meinerseits bestehen. Aber ich habe auch das Gefühl, dass die Art des Angriffes sich etwas verändert mit der Stufe. Und an sich finde ich selber, dass der Angriff gerade etwas knapp war. Oh, und ja, das kann ich mir jetzt schon wieder mit Trost sonst wohin stecken. Außer ich schaffe es, die zu provozieren, dass die mir nur zwei Herzen Schaden machen. Kommst du wohl raus? Wow. Hier habe ich etwas Heilung. Jetzt. Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Yes!
Fuck yeah! Hell yeah, das was ich wollte. So, jetzt krieg's auch für Mütze. So, weil die Zeit muss ich nutzen. Hysterie! Kann ich viel zu selten nutzen. So, und jetzt kriegst du auch noch eins auf der Mütze. Danke für die Lebenspunkte, die habe ich nötig. Die habe ich wirklich nötig. Puh, es ist besser ausgegangen, als ich dachte. Zu was ist der Verfall jetzt geworden? Sind das Schädel? Jetzt können diese Pflanzen wieder spielen. Sie waren verstopft vom Verfall. Und wir haben wenig Lebenspunkte. Nicht schlecht für den Anfang, aber ordentliche Arbeit verlangt bedeutet mehr Einsatz. Ich bin sicher, du willst ordentlich arbeiten. Ich habe zumindest das subjektive Gefühl, dass sein Gesang sich etwas verbessert hat. Aber auch nur etwas. Naja, wie viel waren das insgesamt? Waren das zwei? Nee, das waren drei, okay. Ein rotes, ein gelbes und ein blaues. Und nach dem roten werde ich jetzt mal das blaue machen. Und ich bräuchte ein paar Lebenspunkte. Das wäre nicht schlecht. Was denn, wenn ich runterfalle, dann werde ich wieder respawned. So, hier haben wir, Tubas? Nein, Quatsch, das sind eher Hörner, oder? Die sehen nur ein bisschen komisch geschwungen aus, weil die sind ja ineinander verdreht. Es sind Hörner. Achso, ja, ich weiß, was das ist. Ich weiß, was das ist, du musst mir das nicht wieder zeigen. Aber okay, wie kriege ich jetzt das mit den Lebenspunkten hin? So, was haben wir hier? In der blauen Ecke befindet sich ein Kanonenkrabbenkrebstier. Uiuiuiuiuiuiui. Ich kann das doch bestimmt nochmal heraufbeschwören. Du! Mit der Hysterie, oder? Verdammt, jetzt hat er den Angriffspartner gewechselt. Partner ist das falsche Wort. Komm, geh näher ran, geh näher ran. Oh! Und ja, das mit der Hysterie geht nochmal. Okay. Also, jedes Mal, wirklich jedes Mal, wenn ich auf ein Herz runterkomme, kann ich das machen. Das ist gut zu wissen. So. Oh, und wie ich einfach auch das Gefühl habe, dass ich jetzt wie ein Messer durch Butter gehe. Das ist schön. Das ist schön. Und wow, obwohl wir mit einer Hysterie im Kampf noch das Blatt gewendet haben, sind wir jetzt schon wieder mit über der Hälfte von Lebenspunkten dabei. So. Was ist das jetzt? Sieht aus wie Stein. Oder, wie etwas große, ach man, wie heißen die Bilder mit den kleinen zusammengesetzten Steinchen? Mosaik. Genau. Es sieht etwas, nach Mosaik aus. Tudu! Die Hörner können auch wieder spielen. Und jetzt sollte er... Ich kann doch nicht singen. Und jetzt sollte er besser singen. Mal schauen, ob er es schafft. Und etwas übertrieben. Alles schön und gut, aber meine Spielgewalt braucht ein ganzes Orchester. Okay, also im Vergleich vom roten zum blauen hat es sich nicht wirklich verbessert. Aber meine Singkünste auch nicht, von daher sollte ich mich nicht...